Hi! Wie angesprochen geht's heute ran an unser Fitnessstudio, also Sportsachen raus und ab geht's! Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons und heute geht es daran, dass wir uns ein schönes Fitnessstudio bauen, genau neben unserem Quickie-Markt. Das hat auch was mit der Folge zu tun, wo dieses Fitnessstudio vorkam, und zwar hat Homer ja vorgenommen abzunehmen. Ja, hat er nicht schon nur einmal vorgehabt, das hat er schon mehrmals geschafft, abzunehmen oder wieder zuzunehmen. Ihr kennt ja diesen Diät-Effekt. Ja, jedenfalls im Quickie-Markt hat er sich einen super Schokoriegel gekauft, der eigentlich kein Schokoriegel ist, sondern mehr so ein Apfelmus-Riegel, 100% Apfelmus. Die hat er haufenweise gegessen und ist dabei in unser schönes Fitnessstudio gegangen. Ihr kennt das vielleicht aus der Spiele-App und hier in der Folge, zack, da gibt's auch nochmal ein schickes Bild. Ich hatte auch schon so einen kleinen Vorbau gehabt, aber das sieht natürlich nicht so aus wie das Original, was wir uns denn jetzt natürlich hier einmal basteln wollen. Um dann auch mit unserem Fitnessstudio zu beginnen, holen wir uns einfach ein bisschen roten, glatten Sandstein raus, davon nochmal die Stufen und Treppen. Dann holen wir uns ein bisschen weiße Keramik raus, einen Ziegelblock, dann ein bisschen abgezogenes Akazienholz, also dieser Block, der natürlich entrindet wurde und auch keine Jahresringe hat. Dann geht's weiter mit den Akazienholztreppen, Stufen und sogar die Falltüren brauchen wir. Wir beginnen dann erstmal uns ja den äußersten Rand von unserem Fitnessstudio zu machen. Dabei nehmen wir jetzt einmal unseren glatten Sandsteinblock zur Hand. Ich fange jetzt irgendwo an. Sagen wir mal, ihr wollt das vielleicht auch neben so ein anderes Gebäude bauen. Ne? Dann gehen wir mal ein bisschen davon aus. Ich lasse mir jetzt zum anderen Gebäude oder auch zur Mauer hier so ein bisschen Platz, damit ich mir da noch ein bisschen Hecke oder sowas dazwischen pflanzen kann. Also sage ich mal so 2 bis 3 Blöcke Platz lassen. So, dann setzen wir uns erstmal einen Block hin. Den ziehe ich mir einmal zur Seite weg. Da setze ich mir jetzt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke erstmal hier einfach mal so hin. Dann lasse ich mir insgesamt 6 Blöcke Platz und setze mir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke hin. Ne? Also 10 Blöcke hinsetzen, 6 Blöcke freilassen und wieder 10 Blöcke hin. So, dann haben wir schon mal die Vorderseite so ein bisschen vorgezogen. Jetzt geht es an die Seiten, die wollen wir natürlich noch nach hinten ziehen. So, da setze ich mir jetzt noch einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Blöcke hinten ran. Insgesamt haben wir 25 Blöcke. So, auf der anderen Seite setzen wir auch nochmal 24 Blöcke ran. Insgesamt haben wir ja dann 25. So, die ziehen wir dann auch einmal gerade nach hinten weg. Am besten dann auch hier schön drauf achten, ob das auch passt denn hier mit der anderen Seite. Ja, dann können wir das am Ende dann hier nur noch gerade miteinander verbinden. Und wenn wir das soweit haben, setzen wir jetzt auf den ganzen roten Sandstein, den wir jetzt hier gesetzt haben, noch jeweils eine weitere Stufenreihe hin. Die ziehen wir hier dann auch einmal komplett ringsrum. Wenn wir dann noch eine Stufenreihe auf unserem Block platziert haben, geht es jetzt einfach mal, ich würde mal sagen, ja, könnt ihr auf beiden Seiten machen oder nur auf einer Seite. Kommt darauf an, ob ihr euch da irgendwas nebenbaut. Auf der einen Seite hier mache ich mir natürlich noch einen Parkplatz. Auf der anderen Seite ist ein Gebäude. Von daher mache ich jetzt das nur auf der Parkplatzseite. Und zwar geht es um 2 niedrig gesetzte Fenster. Wir schnappen uns mal unsere rote Sandsteintreppe. Wir lassen jetzt auf den Seiten jetzt hier, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke an sich hier Platz. Ab den 6., 7., 8. Block, ne, können wir nur mal gucken, schlagen wir einfach mal 3 weg. Da setze ich mir jetzt hier so ein unteres Fenster einfach mal rein, sodass ich an den Seiten einfach mal 2 Treppen mache und dazwischen dann einfach eine Stufe. So, das mache ich dann nochmal hier auf der anderen Seite. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 werden weggehauen. So, da setzen wir ganz normal an den Seiten einfach mal 2 normale Treppen hin und unten eine Stufe. So, dann haben wir hier auch, sag ich mal, 2 Fenster unten platziert. So, jetzt könnt ihr das natürlich nochmal auf der anderen Seite machen. Falls ihr da jetzt eine Hecke oder gleich ein Gebäude habt, braucht ihr es natürlich nicht machen. Auf der Rückseite geht das Ganze nicht. Da haben wir ein anderes Maß zu den Seiten. Könnt natürlich auch Fenster hinsetzen, aber das sieht dann ein bisschen anders aus, wenn ihr an den Seiten halt nur 5 Blöcke Platz lässt. So, wenn wir dann erstmal unseren ersten Grundriss gezogen haben, geht es weiter damit, dass wir jetzt erstmal die Wände an den Seiten hochziehen. Da schnappen wir uns einfach mal unsere weiße Keramik und setzen jetzt auf unserer Stufenhöhe, ne, einfach mal hier die weiße Keramik hin. Das Ganze können wir nicht nur einmal ringsrum ziehen, sondern setzen wir auch noch ein bisschen höher. Und zwar würde ich mal sagen, das Ganze setzen wir vom Maß her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke hoch. 9 Blöcke setzen wir hoch. Insgesamt wären es ja 10. Ne, wenn wir, sage ich mal, den Boden mitzählen, ne, wären es 10. An sich halt dann nur 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. So, dann können wir das Ganze hier einmal ringsherum ziehen. Und hier vorne, wo wir dieses freie Stück haben, lassen wir auch noch offen. Wenn wir denn die Wände so an sich hochgezogen haben, ne, 9 Blöcke haben wir jetzt überall gesetzt,
geht es weiter hier auf der Vorderseite. Da verbinden wir jetzt einfach mal hier die obersten letzten drei Reihen miteinander noch. Dann ist das hier erstmal abgeschlossen. Wenn wir das dann soweit haben, geht es weiter, dass wir nochmal unsere glatten Sandsteinstufen nehmen. Die können wir jetzt einmal hier auf unserer weißen Keramik einmal platzieren. Aber das ist ja noch nicht alles, was wir machen. Wir machen ja mal ein bisschen mehr. Von daher, wenn wir das dann hier überall an den Seiten einmal unsere Stufenschicht draufgesetzt haben, können wir davor denn auch nochmal eine Stufenschicht hinsetzen und darunter denn auch noch eine. Es ist natürlich etwas leichter, wenn ihr dann einfach hier unter erstmal euch die Stufenschicht setzt und dann darauf denn nochmal die Stufenschicht. So, ja, das machen wir dann auch erstmal einmal komplett hier ringsherum. Wenn wir dann oben die ganzen Stufen einmal langgezogen haben, geht es jetzt weiter, dass wir noch ein paar Fenster reinhauen, und zwar an den Seiten. Ich beginne jetzt da, wo ich mich schon unten hier die Fenster hingesetzt habe, mache ich mir noch mal oben welche. Insgesamt befinden sich auf den Seiten 3 Stück. Das mache ich halt auch nur auf den Seiten. Auf der Rückseite lasse ich mir das offen, aber wenn es einem gefällt, kann man auch auf der Rückseite sich auch noch gerne welche platzieren. In der Spiele-App, wie in der Folge, war da nichts vorgegeben. Von daher haben wir da freie Hand. So, wir schlagen uns erstmal ein bisschen was frei. Das heißt jetzt einfach mal, wir gucken jetzt hier an der Seite, lasse ich mir 2 Blöcke hier einfach mal Platz und dann schlage ich mir 2, 3, 4, 5 Blöcke an sich weg. Das Ganze mache ich hier auf eine 2er Höhe. Zu jedem Fenster lasse ich dann immer 2 Blöcke Platz und schlage hier auch wieder 5 Blöcke weg, auch wieder 2er Höhe, ne? Und dann hier das ganze Spiel noch ein drittes Mal. So, dieses Spiel machen wir dann natürlich noch einmal synchron auf der anderen Seite. Und wenn man das denn da auch hat, kann man dann ganz einfach und gemütlich sich dann hier einfach mal an den Seiten unsere, ja, was sind das hier, rote, glatte Sandsteintreppen hier einfach mal platzieren. Und dann hier überall verbinden wir das Ganze dann nochmal mit unseren Stufen. So, das Spiel macht man natürlich dann dreimal, ganz simpel. An den Seiten erstmal unsere Treppen, in der Mitte natürlich auch nochmal 2 Treppen. Und dann einfach verbinden wir die Treppen mit unseren Stufen. Ne, und weil das so einfach ist, mache ich das Ganze noch ein zweites Mal mit euch. Und dann gucken wir uns nochmal die andere Seite an. So. Also Treppen zuerst und dann die Stufen nehmen wir als Verbindungsstück. Super. Ja, und schwupp, haben wir 3 Fenster da platziert. Sieht doch eigentlich gar nicht mal schon so schlecht aus. Das möchte ich natürlich gerne nochmal auf der anderen Seite haben. Aber hier mache ich einen kurzen Schnitt rein und blub. Da sieht doch noch was aus, wenn man sich ein paar Fenster da macht. Ne? Und wie gesagt, auf der Rückseite könnt ihr euch gerne auch noch welche machen. Ich lasse mir das aber noch offen. Da muss man mal selber mal gucken, ob man auf der Rückseite hier was machen will. Aber ich denke mal, so 1, 2 Fenster kann man sich auch ruhig hinmachen. Ne? Dann ist die Wand halt nicht nur komplett glatt. Also dann hat die auch wenigstens mal Fenster drin. So, weiter geht's dann natürlich ja immer auf der Vorderseite. Wir wollen uns jetzt hier natürlich eine Tür reinbasteln. Das heißt, erstmal unsere hier abgezogene Akazienholz nehmen wir einmal das. Setzen wir einfach hier an den Seiten hin, das komplett bis nach oben ziehen. Das wären jetzt, wenn wir alles richtig gemacht haben, 7 Blöcke. Wir können ja nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, passt wunderbar, 7 Blöcke. So, denn würde ich mal sagen, füllen wir jetzt... die Mitte füllen wir noch nicht aus, sondern wir müssen das Ganze hier noch ein bisschen nach innen ziehen, denn die Tür ist ja ein bisschen dicker als nur eine Breite. Also insgesamt ist es natürlich 3er Breite, von daher setzen wir dann hier dreimal diese abgezogenen Kartenblöcke einmal nach hinten weg. Und wenn wir das haben, geht es dann weiter, dass wir die Tür jetzt natürlich auch einmal befüllen möchten. So, wir beginnen natürlich einmal mit unseren Kartenholztreppen. Wir lassen jetzt hier auf der Vorderseite unten einfach mal 3 Blöcke Platz. So, ich setze mir jetzt erstmal hier ein paar normale Treppen erstmal so hin. Und zwar möchte ich mir gerne das so ein bisschen nach oben machen. Und zwar fange ich so an, dass ich mir erstmal hier so jeweils immer solche Treppen setze, die mit dem Rücken an Rücken sind. Das Spiel machen wir nochmal andersrum. Und zwar jetzt nehmen wir einfach mal umgedrehte Treppen und setzen die auch so, dass sie sich hier jeweils Rücken an Rücken so ein bisschen anreihen. Wenn wir das Ganze denn haben, würde ich mal sagen, setzen wir jetzt hier drüber einfach mal nur 2 umgedrehte Treppen hin, die sich so gegenseitig angucken. Und dann machen wir das Ganze noch einmal, aber diesmal, dass so die Treppen Rücken an Rücken sind, also so einfach so anders umgedreht. Und dann hier an den Seiten dann auch nochmal so 2 umgedrehte, die dann das Ganze miteinander verbinden. So, jetzt kann man leider nicht Stufen aufrecht sich, sag ich mal, hier so an die Wand hinstellen. Vielleicht kommt noch irgendwann mal ein Update, dann könnt ihr das gerne nachtragen. Andernfalls nehmen wir erstmal so als Lückenfüller dann einfach ein paar Falltüren. Sind zwar ein bisschen dünner als eine Stufe, aber derzeit können wir ja leider Stufen nicht aufstellen. Von daher müssen wir das nehmen. Wenn wir das Ganze dann so ausgefüllt haben, machen wir das noch ein... Mal hier auf der Innenseite. Hups, jetzt sehe ich gerade, hier habe ich einen freigelassen. So. Jedenfalls, dieses Muster machen wir nochmal auf der anderen Seite. Wir machen es nochmal zusammen, damit das einfacher ist. So, erstmal hier ganz normal die Treppen hin. So, dann schlagen wir hier ein paar weg. Ne? So, Rücken an Rücken sind die Treppen. Das Spiel machen wir dann nochmal noch einmal hier umgedreht. Ne, und dann füllen wir uns das Muster halt hier nochmal aus. Ne, der Vorteil ist, wir können jetzt hier vorne schon ein bisschen spicken, wie wir das hier haben. Ne, falls wir das jetzt hier noch im Kopf haben, gucken wir nochmal hier so ein bisschen. So. Und dann das ganze Spielchen noch einmal. Ne, weil es so schön war. Dann haben wir das. So, und am Ende natürlich nicht unsere Falten vergessen. Die füllen wir dann auch noch rein. So, ich habe noch kein Glas ausgewählt. Ne, ansonsten könnte man jetzt schon seine Fenster bestücken mit Glas. Andernfalls kann man hier unten das Ganze auch schon einmal zuziehen mit einer Stufenreihe. So, und dann sind wir damit auch schon erstmal durch. Wie uns aufgefallen ist, wir haben noch einen Block übrig, und zwar unseren Ziegelblock. Und zwar unser Fitnessstudio steht ja schon eine Weile in Springfield. Das Rad der Zeit hat schon das Mauerwerk angefressen. Von daher tauschen wir noch ein paar...
weiße Keramikblöcke hier so ein bisschen mit so ein paar Ziegelblöcken aus. Übertreibt da nicht allzu doll, so ein paar könnt ihr euch hier mal gerne reinbasteln. Ne, arbeitet auch hier unten mit diesen kleinen, hier mit unseren ersten Grund, den wir uns gezogen haben, weil da sieht man dann auch nur noch einen Block. Ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, denn ich werde mir später auch noch hier innen drin noch eine Tapetereihe reinsetzen. Das heißt, ihr seht ja gar nicht die Ziegelblöcke auf der Innenseite. Innen drin ist das natürlich alles schick, aber von außen, ne, ihr wisst ja, außen fui, innen hui. Ne, so ist das halt. So, dann müssen wir ja auch noch so ein bisschen hier ein paar Ziegelsteine noch reinbasteln. Wenn wir dann unsere Ziegelsteine so ein bisschen platziert haben, ihr seht, ihr könnt euch ja ein bisschen austoben, wo ihr euch die platzieren wollt. Willkürlichkeit könnt ihr euch hier so ein paar hinsetzen. Auf der Rückseite habe ich mir oben noch so ein bisschen die Fläche hier freigelassen. Ich denke mal, da mache ich mir noch ein paar Fenster hin. Und jetzt hier auch noch auf der anderen Seite habe ich mir auch noch ein paar Ziegelsteine platziert. Ne? So, man sollte nicht so doll übertreiben, aber man kann schon einige setzen. Ihr seht es ja. Ne, aber so, dass es halt nicht zusammenfällt, unser Gebäude. Ne? So, zweite Runde. Wir wollen jetzt natürlich unser Fitnessstudio fertig bauen. Von daher holen wir uns nochmal ein bisschen violetten Beton raus. Gelbe Keramik, dann einfach mal türkise Glasscheiben und Glasblöcke. Ihr könnt natürlich die Farbe auch gerne ändern, wie ihr halt eure Fenster und Türen halt von eurem Fitnessstudio machen wollt. Sucht euch da die Farbe aus. Dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus. Dann holen wir uns ein bisschen polierte Anisi-Treppen. Davon nochmal bitte die Stufen. Und dann nehmen wir uns hellgrauer Beton. Man kann aber auch Lehm nehmen. Das ist dann wieder so eine Geschmackssache. Ich komme auch gleich erstmal zu unserem hellgrauen Beton. Das wird die Decke werden. In der Spiele-App sieht das Ganze mehr aus wie, ja, dieser normale Ton halt. Aber ich finde irgendwie, das gefällt mir mal nicht von der Textur her, der Ton. Von daher, grauer Beton nehme ich. Ist halt die Decke, das Dach, wie man sehen möchte, ne? Von daher füllen wir einfach mal hier, einfach mal oben das Dach damit aus. Wenn wir denn unsere Decke ausgefüllt haben oder Dach, wie man das halt immer sehen möchte, geht es weiter, dass wir oben ein Dachfenster uns basteln. Wir schnappen mal unsere polierten Anisi-Treppen. Ich habe mir das Ganze nur ein bisschen vormarkiert, damit ich halt ein bisschen fixer bin. Wir machen das Ganze auf der Rückseite von unserem Dach. Das heißt einfach mal, wir lassen an der Seite 6 Blöcke Platz. Können wir hier so ein bisschen gucken. Könnt ihr euch auch vielleicht irgend so einen Markierblock nehmen. Einfach mal gucken. Wir haben hier einfach mal 6 Blöcke Platz. Und auf der Rückseite lassen wir denn 5 Blöcke Platz. Setzt euch dann einfach hier so eine kleine Markierungsblöcke. Also auf der Seite hinten jetzt hier 5 Blöcke. Und dann an den Seiten normal 6 Blöcke. So, dann setzen wir uns einfach mal polierte Andesit-Treppen einfach mal hin. So. Ja, an der Seite halt 6, hinten 5. Das gleiche Spiel machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Ne? Auf der achten Seite 6, hinten 5. Dann setzen wir uns hier einfach 2 Treppen hin. Da können wir jetzt schon einmal hier dann an den Seiten schon jeweils so 2 nochmal andere Treppen hier einfach Rücken an Rücken so ein bisschen setzen. Die Mitte füllen wir dann einfach hier mit einer Stufe aus. Jetzt gehen wir dann ein bisschen zur Seite, lassen immer 2 Blöcke Platz und setzen jeweils dann noch eine weitere Treppe hin. Der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Jetzt können wir hier auch wieder Treppe mit Treppe hier so ein bisschen mit Stufen verbinden. Das machen wir natürlich auf der Vorder- wie Rückseite. Wenn wir dann hier die Stufen so ein bisschen fertig haben, setzen wir jetzt jeweils hier nach so einer Treppe nochmal so eine Treppe hier einfach mal so ein bisschen weiter nach oben. Ja, an den Seiten ist es natürlich ein bisschen einfacher. Da haben wir schon solche Treppen. So. Ne, Treppe, Treppe. Und wenn wir dann nach einer Treppe noch eine Treppe hier überall gesetzt haben, setzen wir an den Seiten, aber nur an den Seiten einfach noch so als Verbindungsstück eine weitere Stufe einfach mal dazwischen und darauf dann auch nochmal eine Stufe. Die können wir jetzt aber hier dann komplett schon einmal rüberziehen bis zur anderen Seite. In der Mitte lassen wir das Ganze so, wie es ist, denn da wollen wir jetzt einfach mal unsere Glasblöcke platzieren. Einfach hier dann füllen wir den ganzen Bereich dann mit unseren Glasblöcken aus. Jetzt kannst du natürlich aussuchen, welche Farbe du dir hier gerne reinsetzen willst. Ich behalte es bei meinem türkisen Glas, aber ansonsten füllst du rein, was du möchtest. So, denn einmal alles ausgewählt mit unseren Glasblöcken, da fällt mir mal auf, es wäre doch super, wenn man irgendwie Glasscheiben auch ein bisschen schräg sich platzieren könnte oder Glastreppen geben würde, dann könnte man das hier super anpassen. Jetzt haben wir natürlich hier diesen, diese Kante halt drin, aber da können wir dann erstmal in Minecraft noch nichts machen. Ja, dann haben wir unser Dachfenster so denn auch schon mal fertig bei unserem Fitnessstudio oben. Jetzt geht es natürlich ran, wenn wir schon mal beim Glas sind, alles andere noch damit zu befüllen. Wir gehen erstmal vorne zu unserer Tür. Wir können jetzt hier innen drin das einmal aushöhlen mit unseren Glasblöcken. Einmal hier komplett die innere Fläche einmal aushöhlen bitte damit. Und wenn wir dann unser Fenster hier vorne einmal ausgefüllt haben, können wir auch gleich schon eine Tür reinsetzen. Ich setze mir die jetzt einfach mal hier vorne mit meinen Glasscheiben hin. Oben wie unten einfach mal eine Glasscheibe hin. Dazwischen kann man dann gleich schon Eisengitter machen. Aber ich möchte mir meine Tür noch ein bisschen so machen, dass die, sag ich mal, aufgeht. Also irgendwie so aussieht, als ob man die aufmacht. So, die eine Seite mache ich so, dass die nicht benutzt wird. Und die andere Seite, die möchte ich gerne haben, dass es so aussieht, als ob man die gerade aufmacht. Von daher setze ich mir die so nach vorne mit dem Griff. Dann macht man die auf und kann hier so reingehen. Falls man sich fragt, was das hier für ein Block unten ist, habe ich einfach Schmelzöfen genommen und einfach mal hier oben, ne, der obere Bereich hier, der Deckel davon, ne, einfach mal hier genommen als Boden, ne, so als Halterung für die Tür vielleicht. Das gefällt mir so ein bisschen.
Ja, innen drin in unserem Fitnessstudio ist das natürlich noch alles kahl. Wird auch erstmal noch so kahl bleiben. Was man schon machen kann, ist natürlich hier einmal unsere Fenster zu bestücken. Da nehme ich dann einfach mal auf meine Glasblöcke. Viele Fenster werden hier auch fake sein. Die wird man im Fitnessstudio nicht sehen, weil in der Folge beim Fitnessstudio gab es zwar Fenster, aber es war doch ja, sehr unlogisch gezeichnet, weil erst hat Homer trainiert da und da waren keine Fenster da. Auf einmal kamen da ein paar Sponsoren von ja diesen Apfelmus-Riegel und auf einmal war da eine komplette Fensterfront. Da haben sie auch einen Berg und alles gesehen. Also das war schon sehr komisch, wie sie das so ein bisschen gezeichnet haben. Aber an sich habe ich da nicht unbedingt Fenster entdeckt im Fitnessstudio. Außer natürlich für die eine Szene, da haben sie extra welche halt hingezeichnet. Naja, ansonsten Fenster bestücken. Man kann sich die natürlich auch gleich verkleiden, wenn man möchte. Wenn man sie weiß, benutze ich sowieso nicht. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ihr seht, ich habe mir das Ganze hier schon vorgezeichnet. Ich weiß schon, wie ich mir das Fitnessstudio halt so ein bisschen machen möchte. Das aber alles kommt dann in der zweiten Folge, wo wir dann auch die Tour machen für unser Fitnessstudio. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Und zwar fehlt uns ja immer noch das Schild oben. So, ich habe jetzt ein bisschen geguckt, wie ich mir das Schild machen möchte. Auch beim Vorbau habe ich natürlich das nicht vorbereitet, wie das denn aussieht. Das Schild nimmt doch sehr viel ein von unserem Gebäude, ist aber natürlich gut, ist ein Hingucker. Die Leute gehen dann vielleicht deswegen auch noch zu unserem Fitnessstudio. Von daher schnappt euch mal euren violetten Beton. Das Schild hat an sich ein Maß von 16 Blöcke. Jetzt ist natürlich erstmal die Sache, wo wollen wir uns das erstmal platzieren. Sucht euch mal über der Tür so ein bisschen die Mitte raus. Die Mitte wären 2 Blöcke. So, die setze ich mir einfach mal hin. So, zu jeder Seite geben wir dann nochmal 7 Blöcke. Das heißt dann einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und auf der anderen Seite auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das Schild hat an sich eine Höhe von 8 Blöcke. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, andere Seite natürlich dann auch nochmal 8 Blöcke hochziehen. Und wenn wir das denn hier dann auch haben, heißt es dann einfach noch Seiten hier miteinander verbinden und die Mitte dann einfach noch so ein bisschen ausfüllen. Ja, wenn wir dann unser Schild ausgeführt haben, heißt es jetzt natürlich die Buchstaben einmal raufschreiben. Wir schnappen unsere gelbe Keramik. Ich fange natürlich erstmal mit einem G an. Ja, ich glaube, ein Buchstaben, wie man den erklären muss, muss ich jetzt nicht allzu viel sagen. Es geht eigentlich nur um die Höhe. Das G hat eine Höhe, so wie jeder andere Buchstabe an sich, von 5 Blöcke. So, dass wir oben noch 2 Blöcke haben, denn am Ende für unsere Banners, dann wollen wir hier natürlich noch unser G machen. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen gerade zu lang mir hier gezogen, aber das macht ja nichts. Wir können ja noch was weghauen. Ne, an sich 5 hoch und 4 breit ist das Ganze. Dann mache ich mir daneben noch unser Y. So, ganz einfach zeichne ich mir das hier einfach mal so ein bisschen rein. So, dann fehlt natürlich noch das M. Ne, wir lassen immer zu Buchstabe immer so eine Blockreihe Platz, ne, damit sie sich natürlich nicht berühren. Das M ist natürlich auch ganz einfach, sich hier so ein bisschen hinzuzeichnen. Und ihr seht, es geht perfekt auf. Wir haben dann hier noch an der Seite noch eine violette Reihe. So, jetzt kann man das natürlich so lassen, wenn man meint, okay, ich habe jetzt keine Lust, so mir Banners zu craften. Ja, dann könnt ihr auch hier vielleicht noch oben eine Reihe wieder weghauen. Ich möchte mir aber gerne auch die Banners hinsetzen, von daher mache ich das einfach mal. So, Banners einmal hingesetzt, da steht natürlich All Night, also die ganze Nacht hat unser Fitnessstudio auf, da könnt ihr hingehen und trainieren und pumpen ohne Ende. So, jetzt ist dann unser Fitnessstudio an sich schon fertig. Ging ja relativ fix, jetzt müssen wir natürlich noch einrichten. Dazu gibt es dann noch eine separate Folge. Ihr könnt euch das natürlich noch an den Seiten überall designen. Ne? Wie gesagt, hier mache ich mir noch so einen Parkplatz hin. Muss ich noch gucken, wie ich die Mauer mache. Da habe ich noch nicht so eine richtige Vorstellung. Da muss ich selber noch überlegen, ob ich überhaupt eine richtige Mauer mache oder einfach nur so eine kleine Mauer, so ein bisschen einzäunen. Mal gucken, vielleicht nehme ich auch einen Maschendrahtzaun. Mal sehen. Auf der Rückseite habe ich noch ein bisschen Grünfläche. Muss ich selber noch gucken, was ich da mache. Einen Parkplatz sollte ich mir jetzt nicht unbedingt machen. Überall Parkplätze hin. Vielleicht gibt es noch irgendwie ein kleines Gebäude bei den Simpsons, wo man sagen kann, hier noch irgendwas hin. Vielleicht auch so eine Fressbude oder sowas. Muss man mal schauen. Ja, aber ansonsten sind wir dann hier auch durch mit unserem Fitnessstudio. Ich wünsche dir natürlich schon viel Spaß beim Nachbauen, wie natürlich beim Einrichten. Andernfalls findest du unten in der Videobeschreibung natürlich noch das Video, wie das Ganze innen drin eingerichtet ist. Ich werde mich natürlich sehr zur Folge halten. Da werde ich dann noch die Bilder einblenden. Es gab auch nochmal ein anderes Fitnessstudio bei den Simpsons, vielleicht können wir das ja auch noch irgendwann mal bauen, aber ich fand so das älteste, was in Springfield gab am Fitnessstudio, muss man ja mal einmal zuerst bauen und das hatten wir ja an sich ja noch gar nicht, von daher haben wir es jetzt. Gut, so, dann stelle ich mich natürlich hier einmal vor unserem Fitnessstudio Safety hin, wir hören uns oder sehen uns zur nächsten Folge wieder, also haust rein und tschüss!